Die ersten von insgesamt etwa 100 in Russland gefangen gehaltene Wale sind medienwirksam für ihren Weg in die Freiheit vorbereitet worden. Angefangen wurde mit 2 Orcas und 6 Belugas. Das teilte das Forschungsinstitut für Fischerei und Meereskunde der Agentur Interfax mit. Die Tiere sollen dort wieder ausgesetzt werden, wo sie einst gefangen wurden. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte sich nach Kritik von Tierschützern für eine Freilassung der Tiere eingesetzt. Künftig soll der Walfang zu nicht wissenschaftlichen Zwecken verboten werden. Tierschützer hatten im vergangenen Jahr Alarm geschlagen, weil die Wale in viel zu kleinen Becken in einer Bucht am Japanischen Meer gehalten wurden. Mittlerweile wurden mehrere Firmen, die die Anlage gemietet haben, zu Geldstrafen verurteilt.